Die Weihnachtsgeschichte stilistisch als Teil eines Liebesbriefs. In der zauberhaften Stille dieser Nacht, in der die Sterne wie funkelnde Liebesgedanken am Himmel leuchten, entfaltete sich unser ganz eigenes Märchen in einem abgelegenen Dörfchen, weit weg von der Welt, aber so nah an unseren Herzen. Meine liebe Maria, von einer Anmut umhüllt, die mir den Atem raubt, neigte sich sanft über das Kind, das in unserer gemeinsamen Krippe lag. Lumpen und das Diften Heu, ein weicher Rahmen für das zarte Geschenk unserer Liebe, gaben der Szene eine besondere Vertrautheit. Du, mein liebster Josef, ein Hüter der Geborgenheit, in dieser heiligen Nacht standest an meiner Seite, und dein stummer Blick sagte mehr als tausend Worte. Die Tiere im Stall, unsere stillen Verbündeten, teilten mit uns das Glück dieses magischen Moments. Ein Engel, unser unsichtbarer Bote des Glücks, flüsterte den Hirten in den Hügeln eine Botschaft der Liebe zu. Wie ein sanfter Wind trug diese Botschaft unsere gemeinsamen Träume durch die Nacht. Das Kind, das in dieser zauberhaften Stunde geboren wurde, ist das Wesen unserer Liebe. Sein Lächeln ist ein Spiegelbild unserer Gefühle füreinander. Sein Lächeln erhellt die Dunkelheit dieser Nacht und erfüllt unseren Stall mit seiner Wärme und Zärtlichkeit. So entfaltet sich unsere Weihnachtsgeschichte als ein Liebesbrief an uns beide, geschrieben in den Sternen und auf den Seiten unseres gemeinsamen Lebens, in dieser Nacht, in der die Welt in einem märchenhaften Glanz erstrahlt, bin ich so dankbar für dich und das wundervolle Geschenk unserer Liebe.